Jetzt auch mal von mir hallo. Normalerweise will mich jetzt ja nicht so wirklich, aber also mich zumindest, aber ist eine besondere Situation, wie man vielleicht sieht. Wir stehen hier so irgendwo am Straßenrand. Folgenden Grund, selbes Problem wie vorhin, läuft nicht, ist einfach ausgegangen. Ja, also wir stehen jetzt hier einfach so irgendwo und vorhin, ich weiß jetzt nicht, ob man das sieht, standen wir zwischen den beiden Bäumen. Also ist dasselbe Problem und auch circa dieselbe Stelle ist. Ja, irgendwie will es einfach nicht so hier heute. So, jetzt sind wir endlich im Wald angekommen. Wir haben das Gespann wieder hingestellt. Aber wir sind nicht allein. Jenny Holland ist auch dabei. Weil wenn es läuft, dann läuft's. Also, heute Morgen losgefahren, hier auf der Straße, habt ihr dann ja jetzt gesehen. Dann haben wir vergesohlen, auf einmal kein Gas mehr. Gut, war so. Also, Vater angerufen, der hat mich geholt. Ich habe den Jolland geholt, wir haben den Ferguson heimgezogen, Dieselfilter gewechselt, weil da war schon nicht schön drin, was da so rauskam. Ganz großen Dank auch noch an den Rainer, weil ich hatte einmal angerufen, obwohl heute eigentlich zu ist. Und habe gesagt, hier, das ist das Problem, Schlepper läuft nicht, ich bräuchte einen Dieselfilter. Also hat der kein Problem, kommst du her, dann gebe ich dir einen. Ja, wie gesagt, gemacht. Filter rein, Schlepper lief, wir fahren wieder los und fast am genau denselben Platz nahmen wir wieder kein Gas, ging wieder aus. Also wieder Vater angerufen, haben das Spiel wieder gemacht, haben ihn angezogen, bei dem läuft er wieder. Und da habe ich gesagt zum Lennart, sag ich, wir nehmen den Jolland mal mit, falls er wieder ausgeht, dass wir wieder vorspannen können. Keine Ahnung, ob da noch irgendwo Luft war oder was das war, weil er lief ja vorher auch schon eine halbe Stunde. Bin berghoch gefahren, hier mit dem Kipper, mal richtig mit Feuer, lief einwandfrei und dann geht er einfach auf gerade Strecke aus. Naja, auf jeden Fall legen wir jetzt mal los und dann hoffen wir mal, dass wir das heute fertig kriegen hier.
Wo ist die Kamera? Hier. So, hier hinten den. Den nehmen wir auch noch mit. Boah, hier ist nichts passiert. Den machen wir auch noch klein. Jetzt haben wir hier noch so ein paar. Und das ist der Rest. Ein lange und hier die paar Reststücke. Und dann haben wir den Haufen weg. Und dann hoffe ich mal, dass der Holzschuppen voll ist. Und dann sehen wir weiter. In diesem Sinne, wir machen weiter. Noch läuft er. Bin's gespannt, wie weit wir kommen hier auf dem Heimweg. So, das Häufchen müssen wir wegmachen. Den Hackler säge ich jetzt noch klein. Und dann ist hier alles weg. Alles blitzeblank. Hier hinten den haben wir weggemacht. Nur das Ding hier. Auf den habe ich keinen Bock. Vielleicht hole ich mir den später nochmal und säge mit der Motorsäge. Für die Feuertonne oder wie auch immer, aber den lassen wir jetzt erstmal. Also machen wir das Zeug weg und dann sind wir hier soweit durch. Das war's. Ui. Einmal hacken und Ende. So, und jetzt habe ich für das ganze Holz, was ich bis jetzt dieses Jahr gemacht habe, habe ich insgesamt gebraucht, also ich habe 6 Liter Gemisch geholt. Da ist vielleicht noch ein knapper Liter da. Und jetzt aktuell habe ich hier die zweite Kette drauf. So langsam gibt sie nach. Weil wenn man hier die Sägespäne ansieht. Naja. Ja, Späne. So hier und da. Also es ist schon ziemlich fein, ziemlich staub. Macht aber nichts. Hat alles soweit durchgehalten. So soll es sein. So, 4 Schaufeln sind es geworden. Auf geht's, heim. Im Konvoi.
So, wie soll das anders sein? Wir sind hier wieder am selben Platz angekommen. Und diesmal ist nicht ganz so viel. Ich hatte ja beim letzten oder vorletzten Vlog, hatte ich ja im Wald gesagt, ich denke mal, es gibt so 4 Schaufeln, 3,5 bis 4. Waren genau 4. Also hatte ich gutes Augenmaß. Ja, wir laden das Holz jetzt ab. Wie viel es gewonnen ist, das seht ihr beim nächsten Mal. Ob der Schuppen jetzt voll ist oder was oder wie viel noch fehlt, seht ihr beim nächsten Mal. Schwerpunktmäßig geht es dann auch am Miststreuer weiter. Der braucht ja noch ein paar neue Bordwände. Dann muss ich den Düngestreuer mal anhängen und muss mal die Streuscheiben einstellen, beziehungsweise muss mal gucken, wie die stehen, weil die gab es ja dann, also die haben wir getauscht, wie ich den Streuer übernommen habe. Das waren nicht die, die drauf waren. Muss ich dann auf 12 Meter einstellen. Der Limiter muss eingestellt werden. Das passiert jetzt wahrscheinlich die nächsten Tage. Ja, dann bedanke ich mich auch dieses Mal wieder fürs Zusehen. Nicht vergessen, liken, abonnieren, kommentieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Horido.